Hallo liebe Leute, geht's euch gut? Ich hoffe, euch geht es gut. In diesem Video habe ich mal etwas aus dem Hause Klipsch hier bei mir. Das freut mich wirklich sehr, dass das so geklappt hat. Und zwar einen Bluetooth-Lautsprecher von Klipsch. Und zwar den Klipsch Heritage The One 2. Was der auf dem Kasten hat, wie laut er geht, wie er klanglich ist und ob er gegen den... Ich nenne mal, wir vergleichen den mal mit dem Teufel Rockstar Cross, ob er damit halten kann. Das finden wir in diesem Video doch einfach mal zusammen raus. Also bleibt dran, los geht's, euer Speaker Schocker. Der Klipsch The One 2 wird in einem wunderschönen Karton zu euch nach Hause geliefert. Da drin enthalten ist das Netzteil mit passenden Adaptern, ein 3,5 auf 3,5 mm Klinken-Stereokabel und die Bedienungsanleitung, obwohl jeder weiß, wie man so einen Lautsprecher bedient. Und wenn nicht, ab damit in die Kommentare die Frage und dann lösen wir das Problem. Und der Lautsprecher an sich ist natürlich auch noch mit dabei. Direkt schon mal auffällig, der Lautsprecher. Auffallend schlicht kann man jetzt erstmal sagen, kantig, eckig, praktisch, gut. Das ist der neueste Spross aus der Heritage-Familie von Klipsch. Heritage, das soll ja so ein bisschen an das alte Design von Paul W. Klipsch erinnern, so wie das früher bei Klipsch mal angefangen hat. Und designmäßig, es ist jetzt wirklich sehr clean gehalten, finde ich aber auch sehr schön. Er passt wirklich eigentlich überall hin, hat jetzt keine schnörkeligen Verzierungen oder sowas, da verzichtet er einfach mal völlig drauf und ich muss sagen, ist ihm gut gelungen, gefällt mir sehr gut. Was einem neben dem Klipsch-Emblem auch direkt auffällt, sind die Bedienelemente auf der Oberseite. Da denkt der ein oder andere sich jetzt bestimmt, oh, das ist aber wenig, nur 3 Stück? Ja, es sind nur 3 Stück. Einmal den Kipphebel zum Ein- und Ausschalten des Gerätes, das finde ich wirklich klasse, diesen Kipphebel. Und ein Drehregler zum Quellenwahl, wir können hier mit Bluetooth 4.0 das Musiksignal einspeisen oder über 3,5 mm Klinken-Stereo auch einfach AUX-mäßig reingehen. Dazu dann noch den Lautstärkeregler. Das war's. Und die Drehregler sind gerastet. Sie geben ein schönes Feedback, kein hartes Feedback oder so, aber wenn man diese dreht, merkt man schon, die sind gerastet. Das fühlt sich richtig schön und hochwertig an. Dazu haben wir dann noch die Anzeige, ob Bluetooth aktiviert ist oder wir das Musiksignal über AUX empfangen bei diesem Lautsprecher. Genauso gut wie die Drehregler fühlt sich auch der gesamte Lautsprecher an. Bei der Verarbeitung, da kann ja jeder mal meckern, wie er will. Auch Wuppertaler hätten bei dieser Verarbeitung nichts zu meckern. Denn es gibt nichts zu meckern, hier ist alles schön verarbeitet. Ringsrum ist der komplette Lautsprecher mit so einem Art, ich nenne es mal Kunststoff, überzogen. Das passt sehr gut und hat auch ein designmäßig was goldglänzendes Metallisches drin. Passt irgendwie, wenn man so ein bisschen die älteren Klipsch-Lautsprecher kennt, dann weiß man, das passt so. Auf der Rückseite finden wir nochmal den The One-Schriftzug, den Anschluss für das 3,5 mm Klinkenkabel und den Anschluss für den Strom oder beziehungsweise das Netzteil, was insgesamt 50 Watt liefert. Mit dem 50 Watt Netzteil wird hier ein 2.1-Wegesystem angetrieben. Da drinnen verbaut sind ein Tieftöner mit 114 mm Durchmesser und 2 Full-Range-Lautsprecher mit 57 mm Durchmesser. An der Seite hat der Lautsprecher jeweils noch eine Passivmembran, die fast auch genauso groß ist wie die komplette Seite hier. Und der Hersteller gibt einen Frequenzgang von 56 Hertz bis 20.000 Hertz an. Das überprüfen wir aber doch gleich nochmal direkt in einem Soundcheck nach. Der Lautsprecher hat eine Breite von 32 cm, eine Höhe von 15 cm und eine Tiefe von ebenfalls 15 cm. Dabei steht er stabil mit seinen 3,8 kg auf wunderschönen, großen und wirklich stabilen Füßen. Von diesem Lautsprecher gibt es unterschiedliche Modelle. Hier habe ich jetzt eins ohne Akku. Es gibt denselben Lautsprecher auch noch mit Akku. Und dann noch eine andere Variante, die hat hinten noch mehrere Anschlüsse, zum Beispiel einen Cinch-Eingang, einen USB-Eingang und sogar der Cinch-Eingang ist wählbar, dass ich auch direkt einen Plattenspieler anschließen kann. Ich packe euch die ganzen Sachen einfach mal unten in die Videobeschreibung. Und jetzt haben wir ja eigentlich schon alles gesagt, was diesen Lautsprecher äußerlich so ausmacht. Und jetzt kommen wir doch mal richtig zum Soundcheck. Also Kopfhörer auf, das ist eine bineurale Aufnahme, also würde ich sagen, los geht's zum Soundcheck. Time is right. I don't.
Das kann sich doch auf jeden Fall hören lassen, oder? Und jetzt leihen wir uns einfach nochmal den Teufel Rockstar Cross herbei und vergleichen das Ganze mal miteinander. Also ein kleiner Unterschied ist auf jeden Fall da. Was ich bei dem Clip besonders mag, ist, dass er im Kickbass-Bereich wirklich bei schnellen Bässen, dass er da wirklich nochmal richtig aus sich rausgeht, sage ich jetzt mal, und da richtig gut überzeugen kann. Das kenne ich von so einer Größe, von so einem Lautsprecher eher weniger. Da wird es ein bisschen undifferenzierter. Das ist ja mit dem Clip gar kein Problem, läuft wunderbar. Der Klipsch ist auch mal neutral abgestimmt, nicht so wie viele andere Lautsprecher, immer nur so in dem Bassbereich extrem irgendwie oder so. Nein, denn er spielt wirklich sehr neutral, außer in den Höhen. Das sticht da nochmal meiner Meinung nach ein bisschen vor, aber das mag ich ja. Die Details kommen richtig raus, das kennt man so auch nicht unbedingt, obwohl Klipsch hat es immer ganz gerne mit hohen Tönen und Details. Das ist dann hier, da hört man Klipsch ganz deutlich raus. Was ich dann aber nicht so mag, ist, wenn man den jetzt mal richtig laut macht, also wirklich da mal so ein bisschen Power dran gibt, dann ist es eher so, dass natürlich alles lauter wird, aber irgendwann bleibt der Bass an einer gewissen Stelle stehen und alles andere wird einfach lauter. Besonders die Höhen kommen dann nochmal extrem zur Geltung. Das ist mir dann schon bald wieder ein bisschen zu viel. Der Hersteller gibt bei dem Sovon 2 eine maximale Lautstärke von 103 Dezibel an. Damit fügt er sich so bei dem Teufel Rockstar Cross ganz wohl, fühlt er sich dann da. Und auch ich habe hier 102,6 Dezibel bei einem Meter Entfernung gemessen. Also passt das auch. Viele andere Hersteller sind das bezüglich immer sehr vorsichtig mit dieser Angabe. Aber 103 dB, je nachdem, was man jetzt gerade für Musiktitel hört und wo man misst, das passt schon ganz gut hin. Ich für meinen Teil finde, den Klipsch ist ein sehr gelungener Lautsprecher, der mal in eine etwas andere Richtung geht. Sowohl klangmäßig als auch vom Design her fällt er auf seine Art und Weise auf jeden Fall auf und braucht sich in gar keiner Weise zu verstecken. Ich weiß, solche Lautsprecher werden von ihrer Klangart her auf jeden Fall ihre Liebhaber gewinnen. Aber jetzt kommen wir doch nochmal zu kleinen Kritikpunkten, denn der Lautsprecher hat was er nicht hat. Und zwar ist mir aufgefallen, wenn ich den Lautsprecher am Tisch stelle und ich sitze mit am Tisch, ich lege mein Handy gerne hier drauf, denn hier finde ich es immer schön wieder, weil hier das Design ist schön aufgeräumt, schön ordentlich, passt alles. Das wäre cool, wenn das Handy dann auch mit aufgeladen wird, einfach kabellos, finde ich cool. Und Bluetooth 5.0 aptX wäre Ende 2019 sicherlich auch mal drin gewesen. Ansonsten kann ich einfach nur sagen, ist ein super tolles Gerät. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Lautsprecher unten in die Kommentare. Und wenn ihr euch sowieso seht, was ihr gefällt, dann lasst mir doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und damit komme ich dann auch schon zum Ende dieses Videos. Wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und stellen uns da mal ganz gründlich die Frage, wie schlecht ist die Tonqualität von YouTube denn wirklich? Denn ich hatte jetzt schon vor längerer Zeit mal eine Diskussion, zumindest was Höhen auf YouTube angeht. Viele sagen dann ja, über 16.000 Hertz kann YouTube sowieso nicht verarbeiten, gibt's gar nicht wieder. Und das wollen wir doch dann im nächsten Video da mal zusammen klären. Wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr das alle auch nicht. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns gesund und munter wiedersehen. Also bis dahin, bis beim nächsten Mal. Euer Speakerschocker. Tschüss.